zu benutzen, also wie Worte, weil man quaselt sie immer voll, gegenseitig die Hucke voll mit eigenen Statements, Standpunkten. Und diesbezüglich muss ich dann das Haus, wie gesagt, ein Dankeschön leisten, weil ich da dieses Schlüsselerlebnis gehabt habe. Hey, was man mit Comics alles machen kann, toll. Man kann böse zu Menschen sein. Man kann sich böse darstellen und ihnen hässliche Worte in den Mund legen. Und ja, also das bedeuten für mich Bilder. Bitte jederzeit oder auch Anmerkungen, eigenen Anekdoten aus der Villa, es ist hier alles gekommen, bitte. Ich habe eine Frage. Entschuldigung, es ist so schwer, Sie zu sehen. Ja, und zwar meine Frage wäre, was waren denn so die Reaktionen in den 80ern auf die Villa und heute? Also gibt es da irgendwie einen Unterschied? Die Reaktionen der Bewohnerinnen oder auch der Menschen in diesem Viertel, die dort das Haus gesehen haben, die Menschen, die an- und ausgingen, was waren die Reaktionen? Ich war ja schleifen, wo ich das musste, ganz die Zeit. Ne? Also, wir waren sicherlich nicht erwünscht. Naja, und aus der Tagesordnung war beispielsweise auch, dass irgendwie so ungefähr alle vier. Hörst du mich da hinten? Ja. Regel laut genug? Gut, auch kein Mikro. An der Tagesordnung war natürlich auch, dass so circa einmal im Monat eigentlich ein Überfall von Betrunkenen war, die entweder in die Wohnungen, die ja im Haus offen, obwohl die Haustür zugesperrt war, die entweder in die Wohnungen gekommen sind und nachgeschaut haben unter unsere Tuchend, ob wir Mandel oder Weiberl sind, oder die betrunken waren und einfach Schwule verhauen wollten, weil er langweilig war. Also mit der Karin Müllner war es ziemlich oft, ist mir das ziemlich oft passiert, dass man nachher irgendwie betrunken bei der Tür, teilweise auch gewalttätig, so richtig so mit aufpflanzen und rausdrängen, wirklich aggressive Männer, die betrunken waren, wieder rausdrängen und müssen, also mitten in der Nacht ein Schrei, das Haus läuft zusammen, wir müssen Betrunkene rausdrängen, die gewaltbereit jetzt auf Schwule oder auf Lesben losgehen wollen. Also das sei auch noch hierzu zu den Reaktionen. Und die haben so schön über die niedrigen Wände der Schule immer, die sind über die Wand gekommen, also weil das Haus war ja verschlossen in der Nacht. Naja, es wurde das Puff irgendwie. Viele haben gedacht, das ist ein Puff. Ne? Für Länder und für Frauen. Ne? Zur Jetztzeit könnten doch vielleicht die heutigen Aktivisten, die mit der Villa verbunden sind, antworten. Also ich glaube, 30 Jahre haben da schon einiges bewirkt, also insbesondere auch diese doch damals eher kontinuierlichen Angriffe von allen Menschen aller Art oder ja, also auch Telefonanrufe etc. Das gibt es heute auch noch. Es kommt in Wellen immer wieder Beschimpfungen am Telefon, Fenster, die eingeworfen werden etc. Es ist aber auch ein Moment, der immer wieder auch sehr interessant ist, wenn dann diese Autobusse oder jetzt fährt auch der 13a vor dem Haus vorbei, dann immer noch das Starren auf diese Fassade bis hin zu begeistert Fotorad zücken. Oder eben immer auch noch das Rausgehen aus dem Haus für die Bewohnerinnen auch immer noch ein Coming-out ist, jedes Mal. Und was mich auch erinnert hat, diese Geschichte in der Beratung, ja, es gibt Leute, auch heute noch, die fünfmal um den Block gehen, bis sie dann endlich reinkommen. Ja, weil, also darum sagen wir auch heute, bei uns ist das Coming-out ein Coming-in. Es ist immer diese Sichtbarkeit auch eine Schwelle für welche, die das Haus in Anspruch nehmen wollen. Also, aber trotzdem. Vielleicht noch eine kurze Anmerkung zum Thema Zukunft, weil der Baurechtsvertrag, den ihr damals erstritten habt, der wurde durch Weiterstreiten verlängert, und zwar bis ins Jahr 2045. Ich hoffe, ich bin dann nicht mehr dort aktivistisch unterwegs, aber es ist jedenfalls für die nächste Generation. Ach so. Naja, irgendwann ist auch Aktivistinnen-Hängematte angesagt.
Also bis 2045 gibt es dort Raum, sich politisch und auch wohnungs- und hauspolitisch zu engagieren. Meine Frage knüpft direkt an deine, also an deine Antwort eigentlich an, weil was mich schon interessiert hätte, und das frage ich das Podium, eigentlich auch die Hanna Hacker, weil es kommt ja ganz prominent die Gertrude Fröhlich-Sandner vor. Ja? Und jetzt hätte mich das interessiert, heute ist es die Sandra Frauenberger, die für Soziales im weitesten Sinne zuständig ist in der Stadt Wien, wie die Verhandlungen mit der Villa damals waren, wie das sich dann weiterentwickelt hat, weil da sieht man, dass es halt sozusagen, sie dann so diese ausweichende Antwort hat, ja, das ist halt, das müsste ich halt den anderen wegnehmen, das ist so ein politisches Statement, das sehr oft kommt, wir hatten auch Schwulsein kann schön sein und die Räumung der Hosebude, da gehen die zum Bezirksvorsteher und der sagt dann halt, ja, die Schwulen können sich bei mir eher aufführen, wie sie wollen und sie werden gleich behandelt, aber ich sage nicht, warum wir jetzt eure Bude schließen. Ja. Jetzt hätte es mich interessiert, wie gingen, waren die Verhandlungen C, was hat sich da verändert? Ich weiß, die Frage ist groß, aber trotzdem, und wie verhandelt man heute? Haben sich die Verhandlungspolitiken verändert? Kann man schon auf etwas sozusagen sich draufsetzen und sagen, aber ihr habt uns damals gesagt, und wir beginnen woanders? Also so in die Richtung würde meine Frage gehen. Ich bin nicht speziell eine Historikerin der Rosanilla Villa. Ich kann zur Verhandlungsgeschichte leider gar nichts sagen, außer dass ich... Ich weiß, ich schon damals sehr beeindruckt war, wie überhaupt diese ganze Renovierungsgeschichte, ja, dass es möglich war, dass eine Gruppe von Menschen so groß, also sowas anleiert, ja, und umsetzt. Aber jetzt konkret PolitikerInnenverhandlungen und Subventionen kann ich gar nichts sagen, weder zu den 80er Jahren noch zu heute. Ich kann es nicht speziell zu Bilder sagen, weil da auch teilweise Florian und Irmgard bei den Verhandlungen waren. Das Einzige, was mir noch auffällt, ist also zu Kulturveranstaltungen mit lesbischen oder feministischen Background. Und da gab es in den 80er Jahren eine Welle, da bist du mehr oder weniger mit Subventionsgeldern überflossen worden, nämlich auch im Sinne dieses Feminismus und auch durchaus mit Diskriminierungsargumenten und so weiter, und dass es notwendig ist und so, für so einen Background. Haben wir beispielsweise ein Filmfestival oder sowas organisiert. Und ich denke mir nur, das, was ich jetzt mitbekomme, es dürfte schon ein bisschen schwieriger durch die wirtschaftliche Lage geworden sein. Und ein bisschen ein Backflash bemerke ich schon, aber ich bitte mir diesbezüglich zu widersprechen. Ich bitte darum. Also zum Ersten müssen alle weiteren Generationen euch immer zu die Füße küssen für das, was ihr geleistet habt. Auch mit dem ganzen Streit. Nein, aber es ist de facto, haben einige Leute, und ich weiß nicht, ich glaube Rudi ist heute nicht da, aber einige auch auf ihre Privatkredit aufgenommen. Und ich glaube, dass es eine politische, also eine Gruppe wie die Aktivistinnen aus der Rosalila Villa heute nicht mehr gäbe es das Haus nicht. Und weil wir wissen, dass viele Organisationen in feministisch, lesbischen und sonstigen Kontexten auch verschwunden sind aufgrund von den sinkenden Subventionen in dem Bereich. Also da ist das Haus eine ganz wichtige Basis, um einfach auch diese Arbeit leisten zu können. Und da hat sich durch diese lange Zeit, wo dann auch der Kredit abbezahlt werden konnte und das Haus so eine Sichtbarkeit auch behalten hat, etwas etabliert, was die Stadt kaum mehr wegdiskutieren kann. Wir bekommen sehr, sehr wenig Subvention von der Stadt, also ungefähr zwischen 16.000 bis 17.000 Euro im Jahr für die Beratungs- und Bestärkungsstellen. Wir zahlen alle Abgaben vom Kanal bis zur Gehsteigreinigung bis zum Kaminkehrer. Also wir sind eigentlich die Hausverwaltung aufgrund dieser Regelung des Baurechtsvertrages. Das heißt, es ist aber ein selbstverwaltetes Haus seit 30 Jahren. Und ich glaube, der Arne könnte das genauer sagen. Wir haben ungefähr einen Quadratmeterpreis, ich glaube weniger als 2,50 Euro. Durch diese 30 Jahre Selbstverwaltung.
Und das heißt einfach ganz viel Freispiel, was Subventionen betrifft. Und das ist eine extrem wichtige Frage. Heutzutage auch im Sinne von Häuserpolitik, Hausbesetzungen, neue Projekte aufziehen, das ist extrem wichtig. Zur Frau Vizebürgermeisterin noch. Sie hat recht gehabt mit dem, was sie gesagt hat. Also das Haus, so wie du gesagt hast, das als Wert ist unschlagbar. Also die Subvention ist inflationsbereinigt genauso hoch wie in den 80er Jahren. Und also auch sie ist mittlerweile verstorben. Und beim 25-Jahr-Jubiläum war sie noch da und kam, oder? 20. Ja. Und hat persönlich die Punschkrapfen geschnitten. Sie wollte auch kein Sekt, sondern lieber ein Wodka mitnehmen. Eine Sozialistin. Mich beschäftigt diese Frage immer noch. Ich frage deswegen einfach noch ein bisschen in diese Richtung weiter. Zusammenleben mit Schwulen, das Verhältnis, wie war das jetzt wirklich? Da kommt ja im Film von Tamara ein bisschen was zur Sprache sozusagen. Wie war eigentlich da die quasi Organisation im Haus? Hat es die Lesben- und die Schwulengruppe gegeben und die haben dann eben manchmal was gemeinsam gemacht. Wie war das jetzt? Und wie war das Verhältnis jetzt zum Beispiel zum Frauencafé und sozusagen zur Frauenszene, ja, von den Lesben in der Rosalila Villa, die ja immerhin mit schwulen Männern in einem gemischten Kontext zusammenlebt. Frage ich euch sozusagen. Ich denke mir, es war politisch relativ klar, weil Frauen auch noch irgendwie auch politisch hinten angestellt sind, haben die Männer in der Villa ein totales Verständnis auch dafür gehabt, auch für das Betreiben des damals hier Löffels, das heute eben Frauenzentrum Speisel heißt, zwischen Sonderbar, Sonderbar und so weiter. Und das war ja damals auch der erste große Ort, wo, also jetzt in größeren Rahmen beispielsweise als Frau, also der zweite Ort, der war Frauencafé, aber es war beispielsweise die erste Lesben-Disco, die es in Wien gegeben hat, weil vorher, also in der Größenordnung es vorher aber regelmäßig mit. Nur Dienstag geschlossen. Nur Dienstag geschlossen. Da haben wir alle ins Frauencafé gegangen. Ja. Also unser Aktivistinnenleben war dabei sehr, sehr aufreibend. Da war jeden Tag in einem Lokal und dann zu Hause streiten und dienstags dann aus Solidarität ins Frauencafé gehen, wenn wir zuhören. Mit den Männern an und für sich kann ich nur auf meiner Seite, weil da hat jeder so seine eigenen Sachen. Also ich war sehr, sehr gut befreundet mit Siegfried, der leider Gottes auch schon verstorben ist. Er war kurz in deinem Film, das war der junge Mann, dem die Haare gewaschen wurden. Also mit dem war ich sehr gut befreundet. Und es hat sozusagen eine andere Selbstverständlichkeit damals auch zwischen Lesben und Schwulen gegeben, die zwischendurch leicht an politisch wieder auseinander dividiert ist und jetzt über Queerness sozusagen wieder zusammenfindet. Aber ich bin mehr oder weniger, dadurch, dass ich mit 19 dort eingezogen bin, ein lesbisch-schwul sozialisiert. Und so wie der Rudi beispielsweise auch auf dem Podium sagt, wie kann er jemals sich zurücklehnen, solange noch immer so eine Ungerechtigkeit für Frauen herrscht, genau in diese Solidarität. Kann man das auch politisch sehen, also gleich als Background-Statement für beispielsweise eine gewisse Generation, die auch sozusagen beide Rechte mitbedenkt, also irgendwie Solidarität mit allen, mit Schwulen, so nicht nur seine Schäfchen ins Trockene holt, sondern